Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf eurem iPhone 15 einen Wecker stellen könnt. Dazu gehen wir einmal in unsere Uhr-App. Entweder indem wir hier runterziehen und dann hier unten auf die Uhr klicken. Oder wir finden die auf unserem Startbildschirm und klicken da drauf. Dann haben wir hier unten Wecker als zweite Position und können hier oben dann auf das Plus klicken. Da kann ich dann einen neuen Wecker erstellen. Hier suche ich dann die Uhrzeit raus, kann dann hier bei Wiederholen zum Beispiel auswählen, dass es jeden Tag angeschaltet sein soll, außer Samstag und Sonntag zum Beispiel oder eben nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Klick dann auf Zurück, habe dann hier noch einen Beschreibungstext, den ich einfügen kann, zum Beispiel Aufstehen. Kann mir hier noch einen Ton auswählen. Und dann noch das Schlummern aktivieren oder deaktivieren. Dann klicke ich im Anschluss auf Sichern und sehe hier gleich, der Wecker ist aktiviert. Den kann ich aber auch deaktivieren und aktivieren, wie ich das möchte. Und ich zeige euch das mal, man kann auch mehrere Wecker gleichzeitig aktiviert haben. Ich hoffe, dieses Video zum Thema Weckerstellen auf eurem iPhone 15 hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!